Hotpot, für den ihr keine FreundInnen braucht, dann müsst ihr unbedingt zu Wailian, Amy und Jan. Im Mibab gibt es einen Ein-Personen-Hotpot aus Taiwan und hier wird auch die Suppe getrunken. Wir tauchen also erstmal alles raus, was da so drin schwimmt, zum Beispiel Mais, Pilze, Tofu und Dumplings, und danach lernen wir die Suppe super lecker. Als Nachtisch gibt's noch Egg Waffles und ja, ich habe mich irgendwie immer gefragt, wie die gemacht werden, aber man dreht einfach dieses Waffeleisen um und schon sind sie fertig. Es gibt verschiedene Füllungen, aber Chili Cheese fand ich mega, gibt aber auch Beeren und Karamell. Und für mehr Berlin-Tipps folgt mir gerne.